Wenn du mal wieder Lust auf ein neues und actionreiches Freizeitangebot hier in deiner Nähe hast, dann ist das Sprungfrei in Lahten genau der richtige Ort dafür. In der 1700 Quadratmeter großen Halle werden dir viele Möglichkeiten geboten, dich auf verschiedenen Trampolinen auszupowern. Welche das sind, hat uns Sprungfrei-Chefin Bettina Lampen verraten. Welche Möglichkeiten stehen den Besuchern hier zur Verfügung? Ja, wir haben hier eine große Trampolinhalle errichtet mit verschiedensten Attraktionen. Wir haben hier ein Trapez, wo wir uns in den Airbag reinschwingen können. Wir haben hier einen Gladiatorbalken, den sehen wir hier vor uns, wo man sich mit zu zweit betteln kann und verschiedene Einsprungbereiche in Trampoline. Ein Valu-Jump da hinten, wo man sich in so einer virtuellen Welt sieht und sich quasi selber sieht und sich das Video auch nach Hause schicken lassen kann von dem Springen. Verschiedene Einsprungbereiche aus verschiedensten Möglichkeiten. Hinter uns ist die High-Performance-Bereich, wo man entsprechend Walk the Wall machen kann. Das heißt, man läuft horizontal an der Wand hoch. Da hinten haben wir eine Dutchball-Arena und eine Slackline, wo man balancieren kann. Und natürlich einen großen Warmmachbereich, der dort hinten in dem anderen Bereich ist. In dem besagten vorderen Bereich findet ihr unter anderem auch die Gastronomie, in der ihr neben Pizza, Burgern und Laugengebäck auch Donuts, Cookies, Waffeln und Muffins bekommt. Was ist denn das Besondere an Sprungfrei? Ja, Sprungfrei ist für die Jugendlichen hier natürlich eine tolle Zusatzsache. Bis auf Fußball und einiges Tennis spielen und so weiter, ne, haben die Leute auch Lust zu springen. Das ist ein toller Trend und entsprechend werden wir hier sehr gut besucht. Den Spaß kann man den Besuchern auch anmerken. Besonderen Wert legt das Sprungfrei-Team aber auf die Sicherheit, denn es gibt für jeden Besucher ein Einführungsvideo mit allen wichtigen Regeln. Die Besucher müssen auf die Sicherheitsregeln achten, das ist uns sehr wichtig. Wir selber achten auch auf die Sicherheitsregeln. Die Anlage wird jeden Tag gewartet, entsprechend morgens. Und die Besucher müssen halt entsprechend Sportkleidung anhaben, keine hängenden Sachen, wo sie sich irgendwie strangulieren könnten, keine Hoodies und sowas. Und ja, entsprechend auf die Mitmenschen achten, die auch springen, dann läuft das eigentlich schon. In den Ferien ist das Sprungfrei bereits ab 11 Uhr geöffnet und schließt um 20 Uhr. Und in der Schulzeit öffnet es ab 14 Uhr. Anmelden solltet ihr euch aber immer vorab im Onlineshop auf www.sprungfrei.de. Was macht Ihnen denn hier am meisten Spaß? Also mir macht das Spaß, wenn ich zum Beispiel letztens hier durch die Gegend lief und sehe, wie die Großgruppe dann nach dem Sicherheitsvideo losstürmt und sich freut und auf die Trampoline geht. Das finde ich einfach, dann freut mich das einfach, dass viele Leute hier so viel Spaß haben. Das Arbeitsklima ist hier immer gut. Wir sind eine Freizeitsporthalle mit guter Laune und das ist natürlich allein schon klasse. Wir können euch die Trampolinhalle Sprungfrei nur empfehlen. Und von Papenburg nach Lahten ist es zum Glück auch nicht weit.